Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Info Neuland TV. Ein weiterer Spieltag des Menefepa Fußballturnier liegt hinter uns. An diesem Wochenende spielten die Jungs des DBN gegen den FSV. Leider war es kein guter Tag für den DBN. Die Jugendmannschaft musste eine Niederlage von 0-7 einstecken und die Auswahl verlor durch einen Elfmeter der Fernheimer mit 0-1. Das letzte Spiel der ersten Runde bestreiten unsere Jungs gegen den LSV in Lolita am kommenden Wochenende. Der Chor des SEMTA brachte am Freitag, den 5. September, das Oratorium Israel Shalom in der MG-Kirche. Der Dirigent Dr. Heinz Fast erklärt einiges mehr zu dieser Aufführung. Also es ist ein Oratorium, das die über 2000 Jahre, die Gott mit seinem auserwählten Volk gewandelt hat, besingt. Es ist ein Oratorium, das eine Musikmischung von Klassik zu Pop und zu israelitischer Folklore hat. Dies ist einmal eine andere Art und Weise, einige von unseren Trägergemeinden zu besuchen. Es ist ein bisschen ein größerer Aufwand, zwei Busse voll Leute, es ist der Chor, über 70 Sänger. Einfach um auch uns bekannt zu machen und ihnen zu danken, dass sie unsere Trägergemeinden sind und ihnen mit diesem Oratorium und dieser Botschaft zu dienen.